reden wir über die Weasel News GVMP. Jetzt wird es hier, jetzt wird's hier wirklich ganz besonders spannend, Chat. Wirklich. Ich bin mir sehr sicher, dass die Weasel News gerade wahrscheinlich zuschaut. Wenn ihr euch die Frage stellt, ob ich überlege, das Ganze zu reporten, ja. Ich überlege, das Ganze zu reporten, damit solche Leute wie du, wie ihr, die mit RP nichts am Hut haben, sondern einfach nur OOC haten, schön fein säuberlich aussortiert werden. Lieber Chat, ihr wisst, GVMP steht für gutes RP, das G steht für gut. Und im Roleplay, also der Werdegang von dem Charakter Kevin Hilton, ist so gewesen, kriminell, Gens, viel Scheiße gebaut. Dann bin ich zur Army gegangen. Und erinnert ihr euch noch an diesen Riesenskandal, wo auf einmal alle gesagt haben, so, oh mein Gott, Kevin Hilton bei der Army? Und ich dachte mir so, yo, Chat, was übertreiben die denn alle so? Ich kann mich auch ändern. Also wisst ihr, wie ich meine? Die haben dann so, als wäre es das echte Leben so. Oder ich kann einen Kriminellen spielen, ich kann aber auch einfach jetzt mich benehmen. Dann war ich bei der Army gewesen und ich war Rang 6 oder so. Jeder, der meinen Stream gesehen hat, kann bezeugen, ich habe mich super verhalten bei der Army, ich habe meinen Job gut gemacht, ich bin da nicht rausgeflogen. Man muss das halt differenzieren. Ich bin nicht rausgeflogen, weil ich Scheiße gebaut habe. Ich bin rausgeflogen wegen OOC-Gründen. Denn es wurde gesagt, Kevin Hilton, du fliegst raus wegen dem Auto von dir. Und nach 5 Minuten, wo sind meine Zeugen? Nach 5 Minuten mit FIB reden kam raus, das war gar nicht mein Auto gewesen. Ich hätte halt sofort wieder reingekonnt, aber ich wurde aus OOC-Gründen entfernt, einfach weil alle Leute sich immer wieder beschwert haben über Sachen, die sie gar nicht wissen konnten. Darauf hatten einfach keinen Bock mehr, die Leadership. Die hätten einfach keinen Bock mehr gehabt. Was ich verstehen kann, müssen wir festhalten. Nach der Army wollte ich zu den Cops gehen, aber da war ja auch wieder dieses ganze OOC-Thema. Aber ich wurde immer bei den Cops angenommen. Und ich finde, ich habe meinen Job bei den Cops gut gemacht. Ich habe natürlich ein bisschen Scheiß gebaut ab und zu. Aber ich bin nicht rausgeflogen, weil ich Scheiß gebaut habe. Sondern, wo sind meine Zeugen? Ich bin rausgeflogen, weil ich inaktiv gewesen bin. Wieso? Bro, ich bin Streamer. Ich habe Besseres zu tun, Digga. Ich lebe nicht in dieser RP-Welt. Ich spiele gerne Rust. Ich spiele gerne Hitman. Ich mache gerne Just Chatting. Ich brauche kein RP, um auf Twitch zu überleben. Ich bin kein RP-Streamer. Also klar bin ich RP-Streamer, aber ich bin nicht so wie die anderen RP-Streamer, die, wenn die was anderes streamen, dann guckt die keiner mehr, weißt du, ich meine, sondern wir haben hier einen geilen Stream, weißt du, ich meine, so, ich lebe nicht von RP. Und das ist mir nicht entfernt worden, so, das ist okay, ne, das ist okay, so, ist okay für mich. Wurde dann wieder eingestellt, weil ich wieder aktiv war und dann wurde ich wieder entfernt, weil ich inaktiv war. Ich habe mich jetzt bei der Weasel News beworben, weil tatsächlich, ob ihr es glaubt oder nicht, ich schreibe gerne. Also ich jetzt gerade nicht und seit 5 Jahren nicht, aber wenn ich einen Journalistenjob hätte, ich kann gut Texte schreiben und mich in diesen Texten smart ausdrücken und so ein bisschen auf Nachrichtenmagazin herablassen. Das mache ich gerne. Also ich kann euch mal sagen, es gab mal, auf YouNow gab es so eine YouNow-Hater-Seite. Und ich war ein, also jetzt kann ich ja sagen, und ich war einer von den Schreibern gewesen. Also ich habe da wirklich professionell journalistische Texte über YouNower gemacht, wo ich die halt echt runtergemacht habe, aber auf komplett herablassende Weise. Also sehr, habe ich gut gemacht. Deswegen wollte ich zu Weasel News. Einfach, um mit Leuten Interviews zu führen, um mich dann herablassend oder lustig über die zu äußern in schöner Nachrichtenmagazinform. Wobei, was anderes gibt es auf dem Server nicht, was mich interessiert. Also an die Weasel News, ihr habt da echt einen sehr, sehr schönen Discord. Bin gespannt, was die Admins dazu sagen, dass man sich OOC abspricht über Roleplay. Meiner Meinung nach ist das Meta. Und ich erinnere mich, dass mal ein Discord wegen Meta komplett gebannt worden ist. Da wurden alle Spiele gebannt. Bin sehr gespannt, ob ich das reporten soll oder nicht. Bin mir sicher, dass ihr es gerade sehen werdet. Ich bin sicher, dass ihr ziemlich Angst gerade habt um euren IC-Job. Ich lese einfach mal vor. Der liebe SadisAT schrieb gestern im Discord, wir brauchen Gründe, warum er nicht angenommen wird. Schneller Möbel X-Mann, ich glaube, das ist Rang 10 oder 11 oder so, baut zu viel Scheiße XD. Sadis schreibt, vermutlich ist der PD rausgeflogen. Da mal Infos sammeln. Oder es war nur wegen Inaktivität. Schneller Möbel-X-Mann, wird der Onstream sagen, dass er sich zügeln würde und so? Ja, okay. Also würde er im Stream sagen, dass er sich benimmt, dann würde ich auf OOC-Basis im RP, obwohl er OOC und IC trennen sollte, würde ich ihn annehmen. Okay. Aber er bietet seinem Stream halt 0,0 bei uns, wenn er es auf Ernst machen will. ZSAT schreibt, und dann ablehnen wegen so viel, zu viel Scheiße gebaut? Der spielt doch eh 80% nur Rust. Bruder. Das hat mit Roleplay nichts mehr zu tun. Außerdem sind die Artikel dann auch nicht von ihm geschrieben. Also wozu? Und mal wieder wird hier offensichtlich Meta betrieben. Woher willst du denn wissen, ob ich die, selbst wenn Nefas die Berichte schreiben würde? Na und? Du musst OOC und IC trennen. Warum könnt ihr das denn nicht? Andererseits, wenn er Scheiße baut, dann fliegt er eh wieder. So wie bei der Army oder beim PD. Wenn ich Scheiße gebaut haben sollte, bei der Army, also wenn ich wegen Scheiße bauen rausgeflogen bin, bei der Army und PD, dann bitte eine 1 in den Chat. Wenn ich aber bei der Army auf Fehler OOC-Basis, das wissen wir jetzt alle, habe ich gerade eben erklärt, rausgekickt worden bin und bei dem PD rausgeflogen bin wegen Inaktivität,
dann bitte eine 2 in den Chat. Und Cadis, wenn man so uninformiert ist, dann frage ich mich wirklich, was machst du bei der Weasel News? Sollte man als Reporter nicht bestens informiert sein? Sind Reporter nicht gerade die, die Insiderwissen haben? Also selbst meine Zuschauer, die keine Journalisten sind, sondern Zuschauer, die wissen mehr als du? Was machst du bei der Weasel News? Kündige, Bruder. Kommen wir nun zu dem nächsten Screenshot. Sadis.at schreibt, also nach reiflicher Überlegung und ein paar Gummibärchen später würde ich behaupten wollen, dass Kevin Hilton die Weasel News zum Teil ausnutzen möchte, um mit Dienstausweis ins Unicorn zu kommen. Ich muss sagen, ich ärgere mich nicht, dass ich so intelligent bin und selbst drauf gekommen bin, dass man dann ins Unicorn kommt. Finde ich ein lustiges Kommentar auf jeden Fall. Bin ich selber gar nicht drauf gekommen. Aber Jungs, checkt ihr, wie krank die sind? Das ist schon fast krank. Oder so weit habe ich gar nicht gedacht. Ich wollte einfach nur, ich habe einfach von A nach B gedacht. So, ich würde gerne zur Weasel News, ich würde gerne Journalist sein. Und die schon so, ja, er will zur Weasel News, weil er zum Unicorn will. Warum will er zu uns? Die machen sich voll die Gedanken. Krank. Eidechse schrieb daraufhin, Antrag abgelehnt. Der setzt da keinen Fuß rein. Nur über meine Leiche. Liebe Grüße. Sadis.at. Ja eben. Das wäre einer der Ablehnungsgründe. Je nachdem, wie er auf die Frage reagiert, wie er in den Verhältnissen zu diversen Parteien und Organisationen steht, würde ich eine Kooperation ausschließen, da er nicht handlungsfähig ist und somit keinen Nutzen für die Weasel News nach sich zieht. Jetzt kommt das Krasseste und warum ich auch reporten werde. Ich werde mal einen Fragenkatalog für das Bewerbungsgespräch erstellen. Input gerne an mich. Damit impliziert er, die möchten jetzt extra einen Fragenkatalog erstellen, gemeinsam mit dem Discord, um mir Fragen an den Kopf zu hauen, wo ich hoffentlich einen Fehler machen werde. Das werdet ihr auch gleich merken. Dolparts schreibt, ich finde es schrecklich, dass er mich in der Bewerbung reingenommen hat. Uff. Fragen wäre, was würdest du machen, wenn du gekidnappt wirst und du etwas veröffentlichen sollst, was degradieren oder nicht regelkonform wäre? Wie würdest du reagieren? Dolparts schreibt, keine Ahnung, ich selbst bin so mega zwiegespalten. Neuer Screenshot. Nivoli schreibt, du kennst ihn doch. Ernst. Wie schätzt du ihn ein? Ja, ich kenne ihn. Er ist halt so, boah, mega opportunistisch. Keine Ahnung, was das bedeutet. Auch der Marvin ist total geprägt von ihm. Wer zum Teufel ist Marvin? Ich heiße Marvin. Cadis, also Cadis, du hast echt ein ernsthaftes Problem, Bruder, ohne Scheiß. Cadis schreibt, einladen, mega langes Gespräch führen, 15 Minuten draußen warten lassen und dann ablehnen. Hat 2 Herzen bekommen übrigens. Dolparts schreibt, also im Sinne seiner Aussage war das so, dass der Hilton es geschafft hat, weil er die Clara mit seinem Verhalten korrumpiert hat, die Army damit allgemein Kacke gemacht hat für die anderen. Also daher, I don't know. Nivoli, wir können ihn ja nach Ideen fragen, was er sich so denn überhaupt vorstellt beizutragen, weil er hat schon unsere Reichweite vergrößern würde. Oh, das habe ich übrigens gerade wirklich zum ersten Mal gelesen. Ich habe selber nur überflogen. Ich habe Real Talk das gerade zum ersten Mal gelesen und ich möchte offiziell nicht mehr zur Weasel News. Ich werde meine Bewerbung schließen. Ich werde das reporten. Also die wollen mich dann vielleicht doch nehmen wegen meinem Stream, aber wollen mich eigentlich, also löscht euch. Ich werde das Ganze reporten und ich hoffe, ihr werdet alle gebannt. Jeder Einzelne. Denn ihr könnt OOC und IC nicht trennen. Ihr seid für RP nicht geeignet. Selbst auf einem Anfängerserver wie GVMP seid ihr nicht geeignet. Selbst auf Fastlife würdet ihr nicht überleben, denn auf Fastlife ist auch Meta nicht erlaubt. Meta ist auf keinem Server erlaubt. Ihr solltet auf gar keinem Server mehr spielen. Cadis schreibt, ja, das ist ja sowieso Teil des Werbungsgesprächs. Who cares? Nivoli, müssen wir halt bedenken, ne? Na, umso mehr Reichweite, umso mehr Umsatz, XD. Schneller Möbelix-Mann schreibt, scheiß auf die f***ing Reichweite. Unsere schönen Betriebsgeheimnisse. Was für Betriebsgeheimnisse? Ihr seid auf einem fucking Spiel. Ihr seid in einem, ihr lebt auf einem Spieleserver. Was für Betriebsgeheimnis. Euren Laden gibt's nicht. Weasel News gibt's auf 10 anderen Servern. Nivoli schreibt, ja gut, wie ihr meint. Dolparts, stimmt. Ich sehe mich schon gebannt. Ich sehe euch auch gebannt. Ich sehe euch auch gebannt. Wisst ihr auch warum? Wegen diesem Gespräch. Nivoli, ich würde es zumindest mal versuchen. Aber dann lehnen wir ihn halt ab. Schneller Möbelix-Mann. Er soll's halt ernst meinen und nicht zum Trollen reingehen. Jungs, habe ich im Stream gesagt, ich möchte zu Weasel News, um zu trollen? Oder habe ich im Stream gesagt, ich würde gerne zu Weasel News, weil das was ein neuer RP-Strang wäre, weil wir haben schon asozial durch, wir haben schon RP durch, wir haben das durch, wir haben das durch. Ich würde gerne mal einen auf Journalist machen. Ich habe nicht einmal gesagt, yo, ich will trollen. Ich habe gesagt, ich will Artikel schreiben. Habe ich Bock drauf. Dolparts. Ja, wir können es ja versuchen. Ich meine ja nur, und vielleicht könnte er sogar was sagen, was cool wäre, aber uff. Ich sehe schon, dass Marvin Hunter keinen Bock drauf haben wird. Nivoli das sowieso. Schneller Möbelix-Mann, aber er wird sowieso ins Lächerliche ziehen. Sadly true. Schneller Möbelix-Farm auf. Hahaha. Schau, ich bin bei Weasel News und farm Payday.
Bro. Die glauben, ich will zur Weasel News wegen Payday. Die denken, ich will zur Weasel News wegen Payday. Was interessiert mich denn Geld auf GVP? Bruder, seitdem ich alles habe auf GVP, ich habe Waffen, ich habe alles. Seitdem interessiert mich mein Geld nicht mehr, weil, Bruder, ich könnte jetzt 100 Millionen am Konto haben. Was soll ich mir denn kaufen? Juckt mich doch nicht. Weißt du, was mich wirklich interessiert? Mich interessiert Real Talk. Bekomme ich jetzt in den nächsten Monaten eine geile Wohnung für 200.000 bis 300.000 Euro? Ja oder nein? Aber mich interessiert nicht, ob ich 1 Million Dollar auf GVP verdiene. Bro, komm mal wieder runter. Nevoli ist Streamerin, deswegen will die dich nehmen. Jetzt verstehe ich, warum die auf meiner Seite ist. Ich dachte die ganze Zeit, die wäre neutral auf meiner Seite. Das f***ing Ayumi, die ist Streamerin. Natürlich will die, dass ich da reinkomme, Digga, mit meinen 3.000, 4.000 Zuschauern bei RP. Nächster Screenshot. Nevoli, gut. Die Bewerbung ist halt nicht schlecht. Hat ja auch Nefas geschrieben. Nefas, bester Mann. Vielleicht erlaubt er sich ja beim Gespräch einen Patzer, durch den wir ihn ablehnen könnten. Also Bruder, wer war bei meiner Army-Bewerbung dabei gewesen? Ich bin nicht der Intelligenteste, aber wenn ich eins kann, dann ist es mich gut ausdrücken. Wo sind meine Zeugen? Bruder, Army-Bewerbung, Bruder, ich habe einen nach dem anderen rausgeballert. Das liegt daran, dass es ein Spiel ist. Ihr habt keine großen Anforderungen. Digga, bei einem echten Bewerbungsgespräch, bei Google oder so, würde ich bestimmt verkacken. Aber Digga, ihr seid keine Manager. Ihr seid ganz normale Spieler, die ein Bewerbungsgespräch machen. Digga, ich bin euch bei den Fragen überlegen. Iron Paddy schreibt, soll ich mal Jeffrey anrufen und fragen, ob er Hilton was auf dem Kerbholz hat? Vielleicht sagt er mir was. Nevoli, aber wenn wir ihn wegen sowas ablehnen, hätten wir auch eine Kö damals ablehnen sollen. Am Ende geht er zur Regierung. Dinge in Bezug zu seiner Vergangenheit sind halt kein Ablehnungsgrund. Ich gehe nicht zur Regierung. Ich gehe zum Admin-Team. Die werden sich bestimmt über die Screenshots freuen. Dolpatz, aber history be repeating itself. Ich meine, Martin Luther Jr. King hat seine Ansprache vor fast 60 Jahren geführt. Ist denn los mit den Leuten? Und es hat sich nur ein klein wenig was in seinem Traum bewegt. Daher, I don't know, sis. But shit be not adding up like a bad math question. Holy shit. Nevoli, könnten höchstens einwenden, dass seine Ausdrucksweise gegenüber den Mitarbeiterinnen von mir, weil der Unicorn nicht, uns nicht gefällt. Dolpatz, das wäre sowieso der größte Killer, weil wir haben eine gute Zusammenarbeit mit dem Unicorn. Nevoli, oder wir hauen ihn einfach bei seinem erstmöglichen Patzer instant wieder raus. Stimmt das auch noch? Wo hast du Screenshots her? Die Screenshots habe ich von dem Discord selber. Die sind so dumm, dass die nicht mal raffen, dass da mehrfach, also da sind mehrere Leute drin, die mich eigentlich mögen. Die nur so tun. Als, also, liebe Weasel News. Nefas, schick dir die Bilder, da kannst du so. Also, ganz kurz, Leute, ihr habt euch über Nefas beschwert, dass Nefas meine Bewerbung geschrieben hat. Wisst ihr was, was lustig ist? Nefas wird auch jetzt euren Report schreiben. Also, ich werde jetzt Nefas die Bilder schicken und der Nefas, über den ihr euch beschwert habt, der wird jetzt einen ausführlichen Report schreiben. Bezüglich Meta und so weiter und so fort. Kommen wir zurück zum Thema. Schneller Möbelixmann schreibt. Jupp. Dann fährt der mit einem Rumpo rum und beleidigt direkt mal jeden. Und macht wieder einen auf, die haben eine Langwaffe, ich werde verfolgt, Dispatch, Steuerung V. Wer denn führt? Langwaffen. Sadis schreibt, oder wirkt als Idiotenmagnet. Und es hagelt nur so Bewerbungen von Würfelpark-Gangstern rein. Gut. Genau. Bezüglich, wo ich die Screenshots her habe. Ich weiß, ihr werdet das sehen und gerade schon so bimmern innerlich. Oh nein, ich werde gebannt auf GVP. Hört mir nur erstmal zu. Für die Zukunft möchte ich euch folgenden Tipp geben. Die Leute, die mit euch da geschrieben haben, die Leute auf eurem Discord. Es gibt einige Leute, die mich mögen, wo ihr es aber gar nicht wisst. Wisst ihr auch warum? Wegen sowas. Es gibt Leute, die sind nur interessiert an Roleplay und unterstützen sowas nicht. Ayumi ist doch 12, also auch Admin. Die ist kein Admin. Ganz kurz. Die ist kein Admin. Sie ist Rang 12. Das ist nichts. Sollten die nicht gebannt werden, dann haben wir den Ult. Dann haben 3361 Zuschauer, die gerade da sind, wissen, dass GVMP leider mit zweierlei Maß misst. Denn erinnert ihr euch an den Meta-Discord, der mal reported worden ist, wo alle gebannt worden sind? Weil die alle Meta gemacht haben? Und hier haben halt Leute Meta gemacht. Das sind OOC-Informationen, die tauschen sich darüber aus, warum die mich ablehnen wollen, dies, das. Hat mit der P nichts mehr zu tun und das natürlich gehört das gebannt. Sogar permanent. Sogar permanent, Bruder, natürlich. Ich bin auch von dem Ernst Wade bin ich sehr enttäuscht. Von den anderen nicht. Die interessieren mich nicht. Weil Ernst, also sein Serverleben wurde meiner Meinung nach positiv beeinflusst durch dem, was, genau, die Fraktion sollte geschlossen werden. Also, wenn die nicht gebannt werden, dann muss die Fraktion geschlossen werden aufgrund Meta. Fraktionsmeta. GVMP-Forum ist leider down. Also, ich kann leider nicht auf GVMP-Forum, um euch
meine Werbung zu zeigen und zu schreiben. Ich würde gerne bei meiner Werbung schreiben, ich ziehe meine Werbung zurück aufgrund eurer ganzen Meta-Scheiße auf dem Discord. Kann ich aber leider nicht schreiben. Oh, habt den Wahrsager sogar echt gefeiert? Ja, ich auch. Also ich würde so weit gehen, dass ich diesen Leuten sogar zutraue, dass die gerade das Forum DDoSen, nur damit ich die reporten kann. Aber der Report kommt. Keine Sorge. Ich hab die heute. Also keine. Also, weißt du was? Komm, wir machen das ganz anders. Ich kenne ja den Serverbesitzer, Jefferson. Ich bin ja cool mit dem. Ich leite den jetzt einfach mal ganz kurz in WhatsApp die Screenshots weiter und schreibe ihm, hey, bist bestimmt interessiert daran, dass die Weezer News Meta macht, werde das auch im Forum reporten. Wollte es dich nur schon mal wissen lassen, weil das halt echt ein extremer Skandal ist. Also falls ihr gerade DDoSen solltet, juckt nicht. Und ich fahre durch die Stadt.